Moin allerseits und willkommen zurück zu Randall's Monday und der Apokalypse. Ja, toll, ne? Was steht denn da so in der Zeitung? Okay, das darf ich nicht. Wieso, was denn? Herzlich willkommen zum Ende der Welt. Der Letzte macht das Licht aus. Wieso, was gibt's denn da jetzt nicht zu verstehen? Keine Ahnung. Kann ich den Becher da haben? Jo, das ist schön. Matt, ich glaube, dich werde ich nicht anreden, weil du wirst wahrscheinlich sowieso nur mit Shopping-Kanälen irgendwie zu tun haben wollen und ja, meine Zeit verschwenden. Ich habe ja hier gerade was anderes zu tun. Ich muss die Apokalypse aufhalten. Habe ich hier irgendwas rumfliegen? Nein. Gut, dann gehe ich mal bei Dingsbums rein, bei Mortimers Zimmer. Was ist denn da noch so? Hat sich hier was verändert? Wieso kann ich den Flügel angucken? Konnte ich den vorher auch schon angucken? Ich glaube nicht, oder? Mein Mitbewohner ist ein totaler Psycho. Spinn ich oder ist das eine von diesen Opferdolchen? Okay. Was für ein Opferdolch? Was? Drehfuß? Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich der Kamin wieder in die Ausgangsposition. Okay. Offenbar brauche ich wohl diesen komischen Dolch. Kann ich hier irgendwas hier reinkleistern? Schlüssel, Kaugummi. Kaugummi macht vielleicht mehr Sinn. Klebt dann irgendwas fest. Vielleicht beim Flügel? Verdammt, wenn ich den Dolch loslasse, bewegt sich... Ja, okay. Dann vielleicht bei diesem komischen Drehfuß, der da war? Weil der taucht komischerweise nur auf, wenn der Dolch da ist. Oh? Das hast du aber sehr gut zielen können. Was zum? Oh Mann, endlich. Wieso endlich? Was kann das Ding? Für was brauche ich das? Das Ding macht mich in meinem Inventar etwas nervös. Ja, dann halt's in der Hand. Was soll ich damit? Ist das für irgendwas wichtig? Ich habe keine Ahnung. Egal, gehen wir mal woanders hin. Ich muss ja... Wobei, kann ich überhaupt hier raus? Kann ich hier überhaupt aus dem Laden raus? Okay. Ich kann raus. Gut. Marconi, bist du noch da? Ich gehe Leuten nicht gern auf die Nerven, okay? Ich habe im Moment keinen Bock. Juti, was haben wir so auf dem Dach? Sind da noch die Tauben am rumliegen? Oh, hi. Dann sagt sie, sie bräuchte jemanden, der reifer ist. Also echt, ich bin eine Million Jahre alt oder so. Was zum Teufel? Ich hab dir doch gesagt, du sollst in der Wohnung bleiben. Oh shit, stimmt ja. Bringst du mich jetzt um? Tja, sollten wir eigentlich. Ist das der Taschendieb? Ja. Na, mein Junge, glaubst du, du kannst einfach so rumlaufen und dir Sachen nehmen, die dir nicht gehören? Dem etwas Respekt vor dem Eigentum anderer bei, ja? Komm schon, Hungersnot, du bist dran. Ach, komm schon. Du musst ihm doch nur die Hand abhacken. Ist doch nichts dabei. Ja, klar, ist jetzt Mittagspause. Aber ist doch egal. Das dauert nur eine Sekunde und der Junge hat den Rest seines Lebens dir zu danken. Mittagessen ist die wichtigste Mahlzeit des Tages, also ich zisch mal los und besorg ein paar Tacos und eine Limo. Moment mal, junger Mann. Du gehst nirgends hin, bis wir nicht entschieden haben, was wir mit dir machen. Und wenn ich einen Attest habe, dass ich akut an Kleptomanie leide? Was zur Hölle soll denn das heißen? Es ist uns egal, was dein Psychiater sagt, du Trottel. Nein, Hungersnot, ich hab deinen Unterkiefer nirgends gesehen. Und du bist auch nicht der Einzige, der hier Hunger hat. Wir könnten alle einen Happen vertragen. Was? Seit wann muss ich mich ums Mittagessen kümmern? Tja, das ist ja nett, dass du den Müll runtergebracht hast. Aber das macht mich lange noch nicht zur Mittagsfee. Brüder, streitet nicht. Die Lösung des Problems steht direkt vor euch und mit einem besonders blöden Gesichtsausdruck. Ich? Ja? Warum nicht? Ich hab Hunger. Mir gefällt das irgendwie alles nicht. Ja, warum denn nicht? Ja, weil ihr Hunger habt und mich wohl auffressen wollt. Da hast du natürlich recht. Was? Nein, es muss da noch eine andere Lösung geben. Hör zu, Junge, ist schon klar.
Du willst nicht gefressen werden. Aber schlimmer als die Zerstörung allen Lebens auf der Erde ist die Zerstörung allen Lebens auf der Erde, während Hungersnot die ganze Zeit am Jammern ist, was für ein Kohldampf er hat. Nenn's nicht persönlich. Da hast du recht. Er ist ein verdammter Taschendieb. Also ist das persönlich? Ihr könnt mich nicht fressen. Die Typen von der Steuerbehörde wollen mich richten. Stimmt's, Mr. Tod? Oh, Mist, das stimmt. Obwohl, wenn wir dich jetzt fressen, haben sie nachher weniger Papierkram. Hey, warte mal. Glaubst du nicht, der Boss wird dann sauer? Vermutlich. Aber die wird auch sauer, wenn sie uns sieht, während wir uns hier im vollen Lenz machen. Aber irgendwas müssen wir doch essen. Das ist ein Grundbedürfnis. Wir sind auch nur Menschen. Nein, sind wir nicht. Oh, stimmt, ja. Gott, hol die Wolldecke raus! Kann mal jemand Hungersnot seinen Unterkiefer geben? Das Genuschel macht mich fertig! Sei doch kein Spielverderber. Ich find's rasend komisch. Tut mir leid, wenn ich unterbreche, aber ich glaube, ihr habt euren Boss vorhin mal erwähnt. Ja? Und? Kann ich die mal sprechen? Ich glaube nämlich, dass das alles nur ein Missverständnis ist und ich... Oh, glaub mir! Mit der willst du nicht reden. Verstehe. Aber ich muss darauf bestehen. Ist mir egal, ob euer Boss eine irre, perverse Höllenschlampe ist. Hi. Wir haben eine Menge zu besprechen. Ehrlich, mir wäre es egal, wenn sich euer Boss als eine Art monströses, widerliches Schlammwesen herausstellt, das wie Marconi stinkt. Oh, Scheiße. Sie steht direkt hinter mir, stimmt's? Na, sieh mal einer an. Wen haben wir denn da? Wenn das mal nicht Randall Hicks ist, der beste aller denkbaren Freunde, der Ringdieb, der Raumzeitgefangene, der gefürchtetste Insasse aller Gefängnisse und natürlich mein Ex-Verlobter. Wie geht's denn so? Hey, sieh dir das an! Die kennen sich! Sally? Ist das so eine Art M. Night Shyamalan-Plot-Twist? Was hat das zu bedeuten? Das bedeutet, dass ich gewonnen habe. Der Ring ist mein. Hey, Boss, wir machen nur eine kleine Pause hier. Du warst auch hinter dem Ring her? Bist du eigentlich völlig verblödet oder was? Natürlich wollte ich den Ring. Ich bin die Braut. Okay. Na, das ergibt Sinn. Ich fange noch mal anders an. Wie laufen denn die Hochzeitsvorbereitungen? Tja, im Moment bin ich etwas sauer, um ehrlich zu sein. Man hat mir versprochen, dass diese Jungs hier das Beste wären, das man auftreiben kann. Aber jetzt stehen die da nur rum. Wenn man eine ordentliche Apokalypse haben will, muss man die wohl selbst besorgen, wie es aussieht. Wir machen hier nur Mittagspause, Boss. Wir sind gleich wieder voll dabei. Das solltet ihr auch. Sally, ich pack das alles nicht. Ich muss wissen, was los ist. Ist das nicht offensichtlich? Das ist das Ende der Welt. Du hast mit deinen ständigen Raumzeitveränderungen alles in Gang gesetzt und ich bin die Königin in dem ganzen Schlamassel. Wenn ich schon keine Hochzeit kriegen kann, will ich wenigstens eine schöne Apokalypse haben. Aber wer sagt denn, dass du keine Hochzeit haben kannst? Matt sitzt in diesem Moment auf meinem Sofa und stirbt vor Vorfreude, dich zu sehen. Stirbt vor Vorfreude? Ja, wirklich witzig, Randall. Was ist es denn diesmal? Hat er sich mit einem Pizzaroller den Kopf abgetrennt? Nein, ganz und gar nicht. Er lebt und er vermisst dich fürchterlich. Das stimmt, Boss. Wir haben uns bereits um die Griffin-Sache gekümmert. Gute Arbeit, aber leider zu spät. Ich will mich nun nicht mehr binden, das war mal. Ich bin jung und mächtig. Ich will mein Leben genießen. Wisst ihr eigentlich, wie langweilig das ist, jahrelang immer wieder die gleiche Leiche in der Küche vorzufinden? Tja, eine Ehe ist so ähnlich. Aber ich werde jetzt den Ring für etwas anderes benutzen. Verstehe, aber du weißt schon, dass der verflucht ist, oder? Wieder falsch, Randall. Man muss nur lernen, mit seiner Macht umzugehen. Sieht aber nicht gerade so aus, als wärst du dabei besonders erfolgreich. Was? Ich bin sicher, eine Party wie die hier hast du noch nie erlebt. Stimmt schon, aber ich kenne dich, Sally. Und du hast ja noch nie was aus dieser ganzen Apokalypse-Scheiße gemacht. Du bist verletzt und ehrlich gesagt weiß ich nicht mal warum. Ich? Verletzt?
Wie kommst du auf die Idee? Tja, weiß nicht. Die ganze Lava, der ständige Schwefelgestank, sprechende Skelette. Aber vor allem spüre ich bei dir so eine gewisse Anspannung. Gut beobachtet. Aber du verstehst nicht richtig. Wie meinst du das? Lass es einfach. Wenn du nicht mal verstehst, was los ist, lass es einfach. Eben, Junge. Lass es lieber. Ein Scheiß werde ich. Was habe ich da verpasst? Verdammt, Randall. Wie kann man nur so blöd sein? Ich hab dich gewarnt. Was hast du erwartet? Du dachtest, all das würde sich auf irgendeine Art und Weise in Wohlgefallen auflösen? Einfach den Ring zurückbekommen und so tun, als sei nichts passiert? Du hast meinen Hochzeitstag versaut. Du hast den wichtigsten Tag meines ganzen verdammten Scheißlebens auf dem Gewissen. Was hast du denn erwartet, du selbstsüchtiges Arschloch? Sieh mal, es tut mir ehrlich leid, aber glaubst du nicht, dass die Apokalypse ein bisschen zu weit geht? Das tue ich mit Sicherheit nicht. Die Braut lässt sich nicht ficken. Sie steht genau vor dir. Sally, der Ring ist wirklich böse. Nimm den lieber ab. Böse? Und was glaubst du, bin ich? Der Ring hat dich verändert. Mag sein, aber ganz offensichtlich zum Besseren. Überhaupt nicht. Die Sally, die ich kannte, würde die Scheiße aus dir rausprügeln. Oh, da hab ich aber Angst. Grüß sie von mir, wenn du sie siehst. Und grüß auch den blöden Penner, der Matt den Ring gegeben hat. Dank euch beiden gehört die Welt jetzt mir. Ha, ha, ha. Moment mal. Wie kannst du das wissen? Ach, komm schon, ich weiß alles. Ich hatte schon ein Auge auf den Ring geworfen, seit Matt ihn von diesem stinkenden Penner bekommen hatte. Matts Geldbeutel konnte vor mir nie irgendwelche Geheimnisse verbergen. Ich habe den jeden Abend durchsucht, seit wir zusammen waren, um sicherzugehen, dass er nicht das gesamte Geld für Schnaps- und Abwaschtattoos rauswirft. Das kann ich nicht gutheißen, aber erzähl weiter. Die Sache ist die. Eines Tages fand ich den Ring und ich habe mich verliebt. Vom ersten Augenblick an wollte ich ihn haben. Aber dann kamst du und hast deinem besten Freund den Geldbeutel geklaut, hast seine Hochzeit ruiniert und ihn über 2000 Mal in den Selbstmord getrieben. Du kennst die Geschichte ja. Aber am allerwichtigsten ist, dass trotz allem jetzt ich den Ring besitze. Ist das nicht toll? Oh ja, klar, toll. Einfach super. Sieh dich um. Es wird sogar immer besser. Aber sicher. Meine hingebungsvollen Untergebenen werden schon dafür sorgen. Wir? Aber das verstehe ich nicht. Warum lassen die sich von dir kontrollieren? Hat sie uns gerade Untergebene genannt? Verstehst du denn nicht? Sie fürchten mich. Sie wissen, dass man mich lieber nicht erzürnt oder sie verlieren ihre Köpfe. Ach komm schon, du warst ein guter Mensch. Du hast sogar Kleider gespendet und so. Du Narr. Ich bin nicht die Sally, die du kanntest. Oh. Jetzt verstehe ich. Du hast deine Tage, stimmt's? Okay. Entspann dich und ich hol dir ein Eis. Was für eine Sorte darf's denn sein? Was hast du gerade gesagt? Antworte nicht. Das ist eine Falle. Tja, also du hast ja wohl deine... Naja, die Kommunisten marschieren ein, die Ampeln stehen auf Rot, die Maler sind im Keller. Ölwechsel, du weißt schon. Ich hau ab. Oh, Mann. Oh, oh. Wie gefällt dir mein neuer Look, Randall? Sieht schick aus. Ja, ist besonders bestimmt fürs Halloween ganz gut. Du siehst stark aus, Süße. Das war mir schon klar. Ich sehe immer umwerfend aus. Aber mit den Flügeln ist das noch eine Nummer beeindruckender. Ja, sicher setzt du da einen neuen Trend. Auf keinen Fall. Wenn ich auch nur ein Mädel mit Flügeln sehe, reiße ich sie raus wie bei einer Fliege. Erinnert mich an eine von Matts schlechten Angewohnheiten. Was ist dieser Matt? Eine Art Kakerlake oder was? Oh, das war gemein. Selbst für einen Dämon wie dich. Danke. Das war kein Kompliment. Egal, mein lieber Randall. Ich hatte ja nie angenommen, dass du mir in jener Nacht freiwillig den Ring aushändigen würdest. Aber du hast es getan und er ist jetzt mein. Jetzt habe ich gelernt, seine Macht zu nutzen und bin, was man so landläufig als der Teufel bezeichnet, geworden. Die Apokalypse hat begonnen und ich könnte glücklicher nicht sein. Willst du mir das etwa in die Schuhe schieben? Mann, ich räume hier hinterher nicht auf. Du
dumme, nutzlose Kröte. Du und ausschließlich du bist für diese Katastrophe verantwortlich. Du wirst den Rest deines Lebens mit dieser Schuld leben müssen. Okay. Sag mal, bist du jetzt gerade dir sicher, dass du der Teufel bist und nicht in Wirklichkeit irgendwie eine Art Satyr mit riesen Fledermausflügeln beziehungsweise irgendeine Art von Succubus? Weil das würde mir wahrscheinlich eher im Sinn irgendwie kommen. Okay, was ist das denn jetzt hier? Ich hab keine Ahnung, ich nehme jetzt, das. Nicht wirklich. Ich hab einen Fernseher, einen DVD-Player und alle 6 Staffeln von den Sopranos bei mir zu Hause. Es ist das verdammte Ende der Welt und du machst immer noch auf Klugscheiße. Tja, Game over. Schachmatt, du bist am Arsch. Hey, das hier ist noch nicht vorbei. Der Abspann läuft noch nicht mal. Da kann noch einiges passieren. Braver Junge. Gibt einfach nie die Hoffnung auf. Und ihr Lappen, die Pause ist zu Ende. Ich will, dass vor 5 dieser Planet zerstört ist. Los, an die Arbeit! Zerstört! Hoffe, du stürzt den Vulkan, du hässliche Hexe. Also, das ist also euer Boss, ja? Ich sehe, das Betriebsklima ist nicht so besonders. Sie ist ein Tyrann! Will die ganze Welt in weniger als einem Tag zerstören! Das ist doch Wahnsinn! Wir haben auch Rechte, weißt du? Ja, und das Wichtigste davon ist das Recht auf eine ordentliche Mittagspause. Amen, Bruder. Dürfen wir überhaupt Amen sagen? Weiß nicht. Kannst du von mir aus machen, ich hab kein Problem damit. Wisst ihr, wie man das nennt, Jungs? Das ist Ausbeutung am Arbeitsplatz. Na dazu auch Amen. Ja, irgendjemand musste das auch mal sagen. Das ging vielleicht ein bisschen zu weit, Hungersnot. Ihr solltet nicht unter so großem Zeitdruck arbeiten müssen. Tja, ist alles deine Schuld, Kumpel. Tja, das behauptet sie jedenfalls. Aber ich bin hier das wahre Opfer. Schweig stille, Sterblicher. Wir haben schon genug Probleme, wie du siehst. Erheische nicht auch noch unser Mitleid. Wir sind die 4 apokalyptischen Reiter. Ja. Obwohl Krieg bei Cinema Paradiso immer noch jedes Mal heult. Ach, halt's Maul. Die Kussszene am Ende ist sehr gefühlvoll. Jungs, das reicht jetzt. Seht mal, ich hab das alles nicht verursacht. Ich bin auch nur ein Opfer. Und offensichtlich kann mir niemand helfen. Woher weißt du das? Hast du mal jemand um Hilfe gebeten? Stimmt, das hilft normalerweise. Das könnte ich mal versuchen. Tja, und? Warte mal. Ihr redet von euch selbst? Okay, das war mir nicht klar. Reiter, ich brauche eure Hilfe. Ich versuche schon lange, alles, was dieser Ring verursacht hat, wieder gerade zu biegen. Und alles war umsonst. Ihr seid meine letzte Rettung. Wie sieht's aus? Tut uns leid. Wir haben gerade Mittagspause. Ah, echt jetzt? Komm schon, Jungs. Uns gefällt doch die Situation auch nicht besonders. Warum helfen wir nicht ein bisschen aus? Wovon zur Hölle redest du da? Ja, wovon redest du? Willst du etwa vorschlagen, dass wir es einsetzen sollen? Was habt ihr mit mir vor? Wir fressen dich auf, wenn du nicht die Klappe hältst. Aber ihr wollt es einsetzen? Ja, natürlich nicht für umsonst. Er muss etwas für uns tun. Zum Beispiel was zu essen besorgen. Bin mir nicht sicher, ob das so eine gute Idee ist. Hallo? Kann mir mal jemand sagen, um was es hier eigentlich geht? Oh, ich erklär's dir. Weißt du, wir kennen da ein uraltes, mystisches Geheimnis, das alles in einem Augenblick wieder ins Lot bringen könnte. Und alles wäre dann wieder normal? Keine Flüche, keine Selbstmorde, kein Ende der Welt? Das ist korrekt, ja. Na dann, worauf warten wir? Wollt ihr lieber Orangensaft oder Ananas? Rührei oder Spiegelei? Nicht so schnell. Was denn? Habt ihr eine Glutenunverträglichkeit oder was? Sagen wir mal, unsere Geschmacksknospen sind etwas eigentümlich. Wir essen nur leicht angebratenes Menschenfleisch. Je frischer, desto besser.
dann ist es zarter, weißt du? Das heißt, wir essen nicht irgendeine dahergelaufene, verfaulte Leiche oder so. Wir brauchen Frischfleisch. Irgendwas, was noch atmet. Heißt das, ihr wollt mich essen? Tja, wenn's dir nichts ausmacht. Uns soll es recht sein. Das Mittagessen ist gerettet! Brühe, wartet mal! Bevor wir uns jetzt schon die besten Stücke sichern, sollten wir uns fragen, wie wir ihm denn helfen wollen, wenn wir ihn aufgefressen haben. Guter Punkt! Ich nehme die Hüfte! Mir fällt sicher was ein, das zu aller Zufriedenheit ausfällt, besonders eurer. Ich muss nur ein paar Strippen ziehen und ich bin sofort mit eurem Mittagessen wieder da, okay? Du solltest nicht versuchen, uns auszutricksen. Ich weiß, wo du wohnst. Und verschwende keine Zeit mit Fremden, ja? Du meinst so Fremde wie ihr? Och Himmel nochmal, uns kennst du doch! Wir waren in Tausenden von Filmen! Gar nicht mal in so vielen. Oh, echt? Aber ich dachte... Tut mir leid. Ja, ich sollte vielleicht... Du solltest vielleicht los und unser Mittagessen besorgen. Ja, stimmt. Ich hole euch mal was zu essen. Ja, genau. Und ich habe auch irgendwie schon das Gefühl, was ich wohl zu essen holen werde. Matt? Hast du heute schon irgendwas vor? Denn, hier auf dem Dach ist ein Barbecue. Ja. Riecht auch schon ganz toll. Fehlt nur das Feuer. Ja, stimmt. Wo soll ich denn jetzt einen Grill oder sowas herbekommen? Wobei fressen die das Ding ja auch alles roh? Keine Ahnung. Du, Krieg und Tod. War das Tod? Ja, doch. Tod und Krieg. Ihr saht in Darksiders weitaus besser aus. Wisst ihr das? Mann, ihr habt echt nachgelassen. Baller doch nicht hier die ganze Zeit durch die Gegend. Huch, endlich habe ich jetzt wieder die Musik auf beiden Ohren. Das war komisch, irgendwie die ganze Zeit auf der rechten Seite Musik zu haben, während auf der linken nichts ist. Lava. Okay. Ich bin ziemlich sicher, dass die Lava hier vorher noch nicht war. Glaubst du das oder meinst du das nur? Was? Das habe ich selber jetzt noch nicht mal kapiert. Warte mal ganz kurz. Ich gehe erstmal kurz da in die Gasse. Oh, hi. Ich merke, der Hund ist weg. Mach mal, was mit dir los? Er sieht schlimmer aus als gewohnt, aber er riecht noch genauso. Ja, kann ich dein Auge haben? Nein. Kann ich einen Blumentopf haben? Warum zum Geier sollte ich einen kaputten Blumentopf mitnehmen? Der bleibt hier. Och, Menno, den wollte ich schon von Anfang an mitnehmen und du lässt mich nicht. Hallo, welch wunderschöner Tag. Du siehst gar nicht gut aus, mein Freund. Ich dachte, ich wäre verflucht. Du verdammter... Ich verdammter was? Glaub bloß nicht. Was ist los? Sind dir die Fernsehweisheiten ausgegangen? Wenn ein Mann nach Antworten sucht und er sich dabei wirklich Mühe. Oh, der war neu. Das Ende fand ich besonders gut. Ein Leben wie dieses ist eine Qual. Oh, ich bin sicher, du hast es verdient. Weißt du, Karma und so. Nee, das Hörgeräusch geht anders. Und wenn dieses Leben eine Qual ist... Sag mal, du hast noch ein Auge. Ich glaube, mit dem kannst du halbwegs noch sehen. Da guck mal, was da vorne auf der Straße so leuchtet. Spring einfach rein. Ja, da bist du weg vom Fenster. ich glaube, bei dem gibt's nicht wirklich, oder? Okay, bin schon weg. Außerdem ist dein Körpergeruch seit dem letzten Mal noch schlimmer geworden. Was hast du denn erwartet? Oh, plötzlich konnte der halbwegs normal reden, was? Ja, was ich sagen wollte, ich glaube, bei dem gibt's jetzt nicht wirklich irgendwie was. Dann, ich würde jetzt eigentlich in die Richtung jetzt eigentlich weitergehen. Keine Ahnung, ob ich da eigentlich überhaupt weitergehen könnte. Ich sehe gerade, die Tauben leben noch. Aber ich kann sie nicht mehr anklicken. Okay. Interessant. Sind das Statuen?
Naja, egal. Was sagt der Tacho gerade? Okay, ich glaube, ich sollte jetzt an dieser Stelle Ende machen. Ich habe eigentlich gedacht, dass ich hier noch mehr spielen werde, aber stattdessen habe ich jetzt irgendwie eine halbe Lebensgeschichte erstmal irgendwie bekommen. Hat ja mega lange dann gedauert, da oben auf dem Dach. Supi. Naja, was soll's. Werde ich aber beim nächsten Mal sehen, wie ich jetzt hier eigentlich hier in dieser Apokalypse irgendwie vorankomme und vor allen Dingen, wie ich es jetzt hinbekomme, dass ich, denke mal, Matt zum Mittagessen verarbeite? Ja, das wird schon irgendwie funktionieren. Aber bis dahin einfach mal vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bye, bye.